Wein. Guten gibt es überall auf der Welt. Nach dem Besten suchen Weinliebhaber oft ihr Leben lang. Einen der Besten, sagt man, findet man hier im Westen Deutschlands. Im angeblich ältesten deutschen Weinanbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer. Den Riesling. Nachdem er Jahrzehnte im Schatten anderer Rebsorten und Anbaugebiete verbracht hat, kehrt er nun in die erste Liga der Weine zurück. Zur Freude von Winzern wie Hanno Zilliken. Ja, ich denke, wir erleben gerade eine sehr, sehr glückliche Phase des deutschen Weinbaus. Also diese Riesling-Renaissance oder die Renaissance des Weinbaus allgemein, von der wir vor 20 Jahren noch geträumt haben. Der Winzer, der ausschließlich Riesling anbaut, wird sein Weingut an der Saar bald an die 11. Generation in der Familie übergeben, an seine Tochter Dorothee. Sie zählt zu einer neuen Winzergeneration in Deutschland, die sich vor allem durch eines auszeichnet: Selbstvertrauen. Sie weiß um ihr Know-how, die Qualität ihrer Weine und ihr Potenzial auf dem internationalen Weinparkett. 70% ihres Weins exportieren die Zillikens ins Ausland, wo der Riesling oft höher geschätzt wird als in seiner Heimat. Aber jetzt, seit den 90er Jahren, erlebt diese Rebsorte einen Boom im Inland und im Ausland. Es gibt eben viele Gäste, die sehen dann zuerst mal auf einer amerikanischen, südafrikanischen, australischen, japanischen Weinkarte in dem Land unsere Weine und sind dann eben auch erstaunt darüber, dass deutscher Riesling so facettenreich sein kann. Der Riesling profitiert seit jeher von der besonderen Mineralität der Schieferböden im Weinanbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer. Aber die Wurzeln des Riesling reichen tiefer. Junge deutsche Winzer wissen um Qualität und Tradition der Rebsorte und haben die Initiative Generation Riesling gegründet, um den Wein und ihre Anbaumethoden international zu vermarkten. Einer von ihnen ist Kai Hausen, der mit Freunden einen kleinen Riesling-Weinberg im Ruwertal bei Trier bewirtschaftet. Hauptberuflich arbeitet er für eine große Kellerei. Privat produziert er seinen eigenen Riesling nach höchsten Standards und ohne Stress. Also unsere Philosophie gerade im Keller ist eigentlich nichts tun oder weniger tun ist mehr. Wir lassen ihm einfach alle Zeit, die er braucht. Das Projekt 156, wie sich die Winzerfreunde nennen, ist ein aufwendiges Hobby. Mit einem Ergebnis, das sich langsam unter Weinkennern einen Namen macht. Weil es etwas Besonderes ist. Je mehr Zeit man eigentlich investiert in den Weinberg, desto dankbarer ist er es einem auch, sei es in Qualität und Menge oder Spaß. Menschen wie Kai Hausen und Dorothee Zilliken sind es, die den Riesling nicht seinem Schicksal, dem schnellen Markt oder Maschinen überlassen, sondern mit behutsamen Methoden das Beste aus ihren Weinen herausholen. Man schmeckt wirklich, dass die von hier sind und die sind nicht austauschbar oder kopierbar. Und das ist halt auch das Schöne daran. Nach dem besten Wein kann man lange suchen. Es lohnt sich, beim Riesling zu beginnen.